Ich fühle mich furchtbar. Die Harvard nimmt inzwischen auch jeden auf, ha? Und du hast ihr nie was von den beiden gesagt, weil du... Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass sie jemals kommen wird. Mir ist das alles erst beim Vorbereitungskurs klar geworden. Moment mal. Oh. Was würde passieren, wenn sie die Wahrheit erfahren würde? Du hast mir erzählt, was ihr bei meiner Adoption durchmachen musstet. Sie hat ihren einzigen Sohn weggegeben, damit er ein besseres Leben haben kann. Und jetzt verlässt sie Kolumbien, was sie nie tun wollte, in einem Flugzeug, was sie in Panik versetzt. Nein, nein. Nur um rauszufinden, dass ich hier 15 Jahre lang verschwiegen habe, dass ich bei Heiden aufgewachsen bin. Nichts für ungut. Ist schon gut. Das bricht ihr kleines Herz. Warum spielen wir die paar Tage nicht was vor? Was macht das denn? Wie kommt ihr darauf, dass ihr das durchziehen könnt? Schatz, es gibt da eine Kleinigkeit, die mich beschäftigt. Wenn die beiden noch verheiratet sind, was spiele ich für eine Rolle? Meine Konkubine? So weit hatte ich noch nicht gedacht. Schon klar. Ja. Möchte noch jemand etwas Tee? Ich dachte, mein Leben wäre verkauft. Ich fühle mich furchtbar. Worauf zum Teufel wartest du denn noch? Das kann ja was werden. Bevor wir groß an der Uhr drehen, warum setzen wir uns nicht mit dem alten Mädchen hin und erklären es ihr in Ruhe? Du und ich sind geschieden, wir haben doch keinen Streichelzoo vergiftet. Sie kommt aus einer ganz anderen Kultur. Einer ganz anderen Kultur und ihre Werte sind nicht dieselben wie unsere. Tut ja eben ein Wochenende so, als ob ihr noch verheiratet werdet. Was ist dabei? Wo fange ich da bloß an? Hey, um was klarzustellen, du kannst einen den letzten Nerv rauben. Was hast du gerade gesagt? Das muss ich mal loswerden. Das war nur eine Redewendung. Das sagt man nur so, war nett gemeint. Du musst nicht gleich auf Jane Fonda machen. Aha. Die Tibeter haben eine ganz wundervolle Redewendung für Momente wie diesen parat. Ah ja? Frei bedeutet es, fick doch deinen Jagddon. Darauf habe ich gewartet. Jetzt fühle ich mich zu Hause. Hey, sie will weg.